Einen wunderschönen guten Tag zurück bei Assassin's Creed Mirage. Ja, zwischen den einzelnen Folgen, ich beende dann immer die Aufnahme, dann brauche ich das später alles nicht mehr irgendwie schneiden, sondern kann die kompletten Folgen einfach so wie sie sind umrendern und hochladen. Und dann kann ich in der kurzen Unterbrechung immer schon mal drüber nachdenken, wie ich dann die Folge nenne, dann geht das nämlich alles schneller. In der Bearbeitung. Jetzt habe ich so lange gebraucht, dass in der Zwischenzeit das Vögelchen gekommen ist, hat sich bei uns auf den Arm gehockt. Die Kamera hat sich schon mal in aller Ruhe fast 360 Grad einmal um uns gedreht. Und war schön. Aber es ist so ein hübsches Tierchen. Ich persönlich mag Raubvögel. Ich finde die im Allgemeinen sehr schön, sehr majestätisch. Man darf sie nicht unterschätzen. Ich glaube, wenn die mit ihrem Schnabel, die in den Nacken beißen, ist das ziemlich unangenehm. Aber den benutzen sie für gewöhnlich eigentlich nur für die Jagd. Meistens sind das sehr liebende Tiere, so, ja. Und wie gesagt, sehr schöne, sehr majestätische Tiere. Also wirklich schön. So, jetzt haben wir uns einmal im Kreis gedreht. Jetzt können wir uns nochmal manuell im Kreis drehen. Und jetzt flieg. Schönes Tier. Wirklich schönes Tier. So! Dann mal los, ne? Wir wollen dahinter zu der Mission, an der wir selber auch schon gescheitert sind. Hier gibt's was zu essen. Beim letzten Mal, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich hab's wieder vergessen. Haben wir den irgendwie aufgeschreckt und dann ist er davon gerannt. Dann haben wir den mal gekriegt und dann, genau. Wir sollen den ja verfolgen und der ist dann irgendwie. Da haben wir ihn erschreckt und dann ist er weg und dann, musste ich an einem anderen Tag wiederkommen. Der ist jetzt schon ein paar Tage her. Oh. Ach ja, der Balmenhain. Hier waren wir schon mal gewesen. Atmosphärisch erinnert es mich schon ab und an so ein bisschen an Assassin's Creed Origins. Das war ja so, Origins war ja so ein bisschen dieses grenzwertige Projekt, muss man mal fast sagen, ne, wo wo viele schon gesagt haben, das hat eigentlich mit Assassin's Creed in der Form schon nichts mehr zu tun. Ist vielleicht auch ein Stück weit richtig. Soll ja bei Odyssey dann noch schlimmer sein. Und bei Valhalla haben wir selbst die letzten aufgegeben, das noch schönreden zu wollen. Mir persönlich hat Origins aber sehr gut gefallen. Obwohl das. Steht auch bisher definitiv bei mir noch besser im Kurs als das Mirage hier. Händlergruppe, Händlergruppe, Händler, Schneider. Ein Munadi. Ist das mein Ziel?
Hat der auf meinen Vogel geschossen? Was ein widerlicher. Ach so, die Nummer. Leite mich in Kidu. Das ist wieder die Frage. Wo ist der Kerl, den wir suchen? Da ist einer, wenn da einer blau markiert ist. Das ist dann. Wenn ich mich jetzt hier hinhocke und meditiere, ändert sich dann was, so dass die Zeit vergeht, es Nacht wird. Ansonsten hat sich hier genau gar nichts getan. Das ist doch schon wieder ein bisschen seltsam, so. Das ist doch schon wieder so ein bisschen seltsam. Ihre Kinder in der angemessenen Glaubensausübung zu unterweisen. Wollt ihr, dass eure Kinder den Koran lesen und schreiben? Lesen und lesen. Dann meldet euer Kind im Maktab an. Ich weiß nicht, ob ich will, dass mein Kind den Koran liest. Weiß auch nicht, ob mein Kind die Bibel liest oder sonst so. Und ich finde es eigentlich, also wenn ich ein Kind hätte, fände ich es sehr, sehr schlau von diesem Kind, wenn es sich grundsätzlich erstmal, naja, zu allen Religionen informieren würde. Das würde ich empfehlen. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Jetzt müssen wir vielleicht nochmal eine Runde meditieren, weil da steht natürlich korrekterweise, dass man ihn tagsüber findet. Und ich habe es jetzt natürlich Nacht werden lassen.
Da vorne. Da vorne sitzt er. Natürlich hat sie eine ganze Menge an Soldaten, das ist ja klar, die sind ja überall. Was zu essen wäre eigentlich mal ganz cool, aber ja. Warum? Warum? Hör auf damit! Da bist du. Nun denn, zeige mir den Weg. Kann ich mich hier drin verstecken? Ja. Behalte das Ziel im Blick und verliere ihn nicht aus den Augen. Nein, nein. Ich hoffe, der geht nicht irgendwo lang, wo ich nicht lang darf. Quer durch die Stadt, was an sich erst einmal ins Judas. Hab ich dich. Ja. Dreht sich ab und zu mal um. Der ist misstrauisch, die Sau. Ich muss in der Tat aufpassen, wenn ich ihm hinterherlaufe. So. Sollen wir lauschen, okay. Ich habe neue Informationen. Geh weg. Ja. Sind wir nah genug dran, ja. Was hast du für mich? Außer dem Sklavenjungen, von dem ich dir schon erzählt habe, schnüffelt noch jemand in Jajaraya herum und stellt Fragen. Ist es der, den wir schon gemeldet haben? Dieser Unruhestifter Beshi? Es ist ein anderer. Niemand scheint irgendwas über ihn zu wissen. Was soll das dann? Ich habe Briefe für den Anführer und du vergeudest meine Zeit. Komm zurück, wenn du einen Namen hast. Nicht mehr, was sie mal waren. Ich stehe den Soldaten. Ach, wenn ich doch nur an diese Schnalle käme. Das brennt wie Feuer. Morgen muss ich ein Stück Stoff unterlegen. Ist mir eigentlich so riskant, wenn der andere Kollege direkt neben dran steht. Laufen so weiter. Mit denen. عليك
Der bleibt stehen und wartet. Das ist doof. Das ist blöd. Okay. Unkonventionell, eher unangenehm, ungewöhnlich, seltsam. Aber ja. Jetzt geht er halt dahin, jetzt hat sich in alle anderen Soldaten seinen persönlich eigenen Wachsoldaten hat er nicht mehr dabei, aber jetzt steht er bei anderen. Bleibst du da jetzt stehen oder was ist mit dir? Es ist nicht gut, wenn du da stehst. Ach, der da. Warum steht er da jetzt? Ach, sonst hätte ich echt vor, jetzt da stehen zu bleiben. Wie dumm das ist. Jetzt ist der andere wieder da. Geh wieder um die Ecke. Danke. So nice, wenn das ginge. Sind die nervig? Sind die schon wieder nervig? Ja, der müsste jetzt eigentlich normal. Der hätte eigentlich ins Wasser fallen müssen, der Drecksack. Quatsch. Mann, oh Mann, oh Mann, die machen es mir gerade nicht leicht. Jetzt stehen die da alles um den drum rum. Jetzt geh du wieder um die Ecke. Wieso hat er das überhaupt gesehen? Dass er da umgefallen ist. Jetzt bleibst du da, oder was? Ja, kann ich sagen. Bist du wieder an deinen Steg zurück? So. Dann musst du halt leider sterben. I'm sorry. Aber dann geht das nicht anders. Moment!
So, der ist jetzt auf der Suche nach mir. Ich weiß halt nicht, ob ich den jetzt umbringen darf oder ob ich den überhaupt so stabil und stark wie der ist, überhaupt umbringen kann. Er ist jetzt auch weg. Der hat sich verkrochen. So, jetzt wird er nicht mehr bewacht. Gucken wir jetzt mal, ob wir jetzt eine Chance haben. Also den zu bestehlen. Ja, wenn er so da so steht. Ja, genau das nehme ich. So, ich. Die Auswahl für Stehlen bekomme ich nicht und der dreht sich dann um. So. Kacke. Die beiden haben Informationen für jemanden namens Doğan bin Arslan gesammelt. So, na gut. So klappt's dann doch auch. Also es gibt auch... Doğans Gehöft wird schwer bewacht sein. Ich sollte zu... Ach, warum drücke ich denn immer Tab? Zurückkehren und den nächsten Schritt besprechen. Okay, gut. Dann gehen wir wieder. Eventuell sind gerade ein paar Leute auf der Suche nach mir. Upsa. Apropos. Hoppla. Sprich mit Ali. Mit 40 Metern. Ist er hier? Klopf. Wir sprechen gleich mit Ali. Versprochen. Also, für mich gleich, für euch morgen in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Winke, winke.